Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 7a sowie Zusatzpunkt 3. Das ist die Beratung von zwei Vorlagen zu dem Verhandlungsmandat für die künftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich nach dem Brexit. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Dann eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort dem Bundesminister des Auswärtigen, Heiko Maas. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Einer aktuellen Studie zufolge erreichen Menschen zum Ende ihrer 40er Jahre ihren emotionalen Tiefpunkt. Und das über Länder, Geschlechter und Einkommen hinweg. Genauer gesagt, mit 47,2 Jahren hadern die Menschen am meisten. Aber ich kann Ihnen auch aus eigener Erfahrung sagen, danach wird es wieder besser. Meine Damen und Herren, es ist wahrscheinlich ein historischer Zufall, aber als Großbritannien am 31. Januar die Bande mit Brüssel kappte, waren die Briten genau 47 Jahre und einen Monat Mitglied der Europäischen Union. Nun ist Großbritannien ein Drittstaat. Und deshalb wird, und darüber, glaube ich, brauchen wir uns nichts vorzumachen, deshalb wird unser Verhältnis zwangsläufig weniger eng sein als bisher. Und bei allem Respekt für die Entscheidungen, die in Großbritannien getroffen worden sind, ich und ich glaube viele von uns bedauern das sehr. Und ich mache mir auch keine Illusionen darüber, dass das die Europäische Union verändern wird. Aber genauso und vielleicht auch gerade deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, auch bei all dem, was bis zum 31. Dezember dieses Jahres ansteht, nach vorne zu schauen und die Zukunft zu gestalten, sowohl innerhalb der Europäischen Union, aber vor allen Dingen die Zukunft der Europäischen Union und ihr Verhältnis zu Großbritannien und unser bilaterales Verhältnis zu Großbritannien. Und dabei ist eines klar: Eine möglichst enge Partnerschaft mit Großbritannien ist das, was wir wollen, und zwar in allen Bereichen. Und dafür legt der Mandatsentwurf, den die Kommission am 3. Februar vorgelegt hat und den Mitgliedstaaten voraussichtlich am 25. Februar dann auch einmal vorgelegt wird und beschlossen wird, eine gute Grundlage. Für uns steht in den kommenden Monaten in den Verhandlungen vor allen Dingen eines Mittelpunkt, nämlich der Schutz der Bürgerinnen und Bürger und die Wahrung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger, und zwar sowohl in der Europäischen Union, aber auch in Großbritannien. Und das gilt zum Beispiel mit Blick auf die Vereinbarungen zu Wirtschaft und Handel. Großbritannien bleibt zwar ein enger Freund und Partner, aber Großbritannien wird auch Wettbewerber, und Boris Johnson selbst wird in der ihm eigenen Art nicht müde, das ständig zu betonen. Und deshalb, ja, die Europäische Union strebt eine Freihandelszone ohne Zölle und ohne Quoten an. Das bedeutet aber auch gleichzeitig null Dumping und null unfairer Wettbewerb. Großbritannien, ja, im Moment hören wir leider aus London auch andere Töne. Großbritannien wird das aber beachten müssen, vor allen Dingen dann, wenn es weiter einen zollfreien Zugang zum größten Binnenmarkt der Welt haben möchte. Auf jeden Fall, und das haben wir gestern in einem Gespräch mit Michel Barnier, dem Chefunterhändler der Europäischen Union in Berlin, noch einmal besprochen, auf jeden Fall auf einen Wettlauf nach unten, was Umweltstandards oder die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Verbraucherinnen und Verbrauchern angeht, werden wir uns nicht einlassen können und werden wir uns auch nicht einlassen. Und auch im Bereich der inneren Sicherheit, bei der Terrorbekämpfung oder bei der Verfolgung grenzüberschreitender Kriminalität steht der Schutz der Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt. Und deshalb werden wir darauf achten, dass wir in Zukunft sehr eng kooperieren, unter der Voraussetzung und insbesondere dort, wo es um den Datenaustausch geht, das ist eine besondere Herausforderung, unter der Voraussetzung, dass ein hohes Maß an Datenschutz gewährleistet ist und dass die Menschenrechte
im Zusammenhang mit Datenschutz, und das wird ein immer wichtigeres Thema in der digitalen Welt, dass die Menschenrechte und die Rechte der Bürgerinnen und Bürger ohne Abstriche eingehalten hat, so wie es London auch zugesagt hat. In der Außen- und Sicherheitspolitik bieten wir Großbritannien eine neue, eine maßgeschneiderte Partnerschaft an. Und das müssen wir auch, weil wir Großbritannien gerade in dieser Beziehung auch in Zukunft brauchen werden. Als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und als enger Partner in den G7 und in den G20-Formaten bleibt London ein zentraler Ansprechpartner für uns. Und ohne die Abstimmung in Brüssel brauchen wir aber auch neue Formate der Zusammenarbeit. Und deshalb ist es gut, dass die Europäische Union schon vor 2020 strukturierte Konsultationen mit Großbritannien beginnen will. Und auch bilateral, liebe Kolleginnen und Kollegen, jenseits der Verhandlungen mit der Europäischen Union werden wir weiter eng mit unseren britischen Freunden zusammenarbeiten. Mein Kollege Dominic Raab und ich wollen dazu schon in den kommenden Wochen eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen, die zum Beispiel regelmäßige Treffen auf Ministerebene und Staatssekretärskonsultationen zwischen Deutschland und Großbritannien vereinbart. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Grundprinzip, das für die Brexit-Verhandlungen galt, das muss auch nun für die anstehenden Verhandlungen gelten. Je geschlossener wir als Europäische Union auftreten, desto besser wird auch unser Verhandlungsergebnis sein, insbesondere wenn es darum geht, auch einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Und dabei, meine sehr verehrten Damen und Herren, zählen wir auch auf die Unterstützung des Parlaments, und die heute zur Abstimmung stehende Stellungnahme bietet, wie ich finde, in der Sache dazu eine gute Basis. Und ich kann Ihnen auch noch etwas zusagen. Sie können sich darauf verlassen, dass wir als Bundesregierung den Deutschen Bundestag und die zuständigen Ausschüsse weiter eng einbeziehen in jede Phase der Verhandlungen, die jetzt anstehen, insbesondere auch dann, wenn wir in der zweiten Hälfte dieses Jahres die Ratspräsidentschaft haben, um Sie zu informieren, aber uns auch mit dem Parlament abzustimmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Studie, die ich zu Beginn zitiert habe, macht auch Hoffnung für die Zukunft, denn nach 47,2 Lebensjahren steigt die Glückskurve der Menschen wieder an. Und in diesem Sinne werden wir jetzt auch zügig zusammen mit der Kommission und mit Michel Barnier die Verhandlungen beginnen, und das in Gesamtpaketen. Wir wollen nicht, dass einzelne Themen verhandelt werden und möglicherweise versucht wird, mit einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union Sondervereinbarungen zu treffen, sondern wir werden als Europäische Union und als Mitgliedstaaten der Europäischen Union das gemeinsam angehen. Und deshalb lassen Sie uns die kommenden Monate nutzen, um mit unseren britischen Freundinnen und Freunden, das werden sie bleiben, auch unsere Partner, wichtige Partner bei all den globalen Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen, gemeinsam als Europäer eine gute Lösung für die Zukunft Europas zu finden. Herzlichen Dank. Jetzt hat das Wort der Kollege Martin Hebner, AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich beginne nicht wie mein Vorredner von einer Midlife-Crisis zu berichten, sondern ich berichte von einer Feier. Von einer Feier in London auf dem Parliament Square am 31. Januar. Dort haben die britischen Bürger zu Zehntausenden ihre Freiheit gefeiert. Die Freiheit in dem Falle und die Unabhängigkeit von der EU. Ich war mit dabei, es war eine tolle Feier, und jetzt bekommen wir von Ihnen hier einen Antrag vorgelegt, indem Sie glauben, den Briten die Einhaltung der EU-Vorschriften wieder aufzwingen zu können. In Ihrem Antrag steht das Ziel einer vertrauensvollen Zusammenarbeit unter Einhaltung der Regeln der EU. Meine Damen und Herren, glauben Sie tatsächlich, dass Sie den Briten dieses wiederum entsprechend oktroyieren können? Ich weiß nicht, ob Sie von den Unterhauswahlen im Ergebnis gehört haben. Dezember. Das war ein glatter Erfolg, und das war eine ganz klare Aussage. Die Briten wollen ihre Freiheit zurück, und das passiert jetzt auch. Zu Beginn ein Zitat
von 2018. Ich zitiere jetzt Herrn Schrader, Zitat: Der Brexit sollte Anlass für eine Grundsatzdiskussion starten, ob man mitnicht die EU auf ihre Kernkompetenzen und einen strengen Subsidiaritätsprinzip beschränken sollte und den einzelnen Mitgliedstaaten es überlassen, in eigener Souveränität über die Integration Schritte zu entscheiden. Dies würde einer gesellschaftlichen Spaltung entgegenwirken. Ende des Zitats. Wie gesagt, einige Jahre her. Aber wissen Sie, was die EU macht? Das genaue Gegenteil. Schauen Sie, weil Guy Verhofstadt, übrigens der Verhandlungsführer der EU für den Brexit, der sagte, er riet dazu, die Möglichkeit zum Ausscheiden aus der EU künftig zu unterbinden. Und weiter, er sagte ganz richtig, dass der Brexit das Scheitern der EU markiert. Doch er zieht daraus komplett die falschen Schlussfolgerungen. Er sagt nämlich daraus, muss man ganz klar die Schlussfolgerung ziehen, diesen Club als solches als geschlossenen Club zu definieren. Komplett in der falschen Richtung und das ist in dem Fall als Zwang zu etablieren ein Unding. Die Briten werden nicht auf die zunehmende Forderung der Einhaltung der EU-Regeln reagieren. Die werden in dem Falle ganz klar genau diese EU-Vorschriften in dem Fall nicht weiter akzeptieren. Denn ich muss Ihnen ganz klar sagen, diese waren mit ein Grund für den Brexit. Der Antrag der grünen Regierung, das heißt von CDU, SPD und Grünen, läuft auf die vollumfängliche Übertragung des Verhandlungsmandats auf die Europäische Kommission hinaus und auch damit auf einen Souveränitätsverlust Deutschlands. Und genau das wollen wir nicht. Dass sich die CDU und die SPD derzeit nicht viel zutrauen nach Thüringen, ist nachvollziehbar. Aber dass sie die deutschen Verhandlungskompetenzen in die Hände einer ehemaligen deutschen Bundesministerin legen, man muss sich vorstellen, in diesem Bundeskabinett ohnehin nicht sehr erfolgreich, hervorgestochen durch besondere in dem Falle Kompetenzen, weswegen sie dann auch weggelobt werden musste, das zeugt schon von einer Selbstaufgabe der eigenen Interessen. Doch, meine Damen und Herren, es sind nicht Ihre Interessen, die Sie verfolgen sollten, sondern die Interessen der deutschen Bürger. Und es sind in dem Fall, das muss man auch ganz klar sagen, Aufgaben, die dringend Notwendigkeit haben. Denn eine zentrale Erfahrung aus dem Brexit ist, es muss jetzt sukzessive eine Regelung für den Fall weiterer Austritte geschaffen werden. Denn wenn Sie nach Polen, Dänemark oder Ungarn schauen, dann ist das der wahrscheinliche Fall. Kommen wir zurück zum Herrn Verhofstadt. Der Chefunterhändler der Austrittsverhandlungen zum Brexit sagte vor wenigen Tagen erst, ich zitiere, was bedeutet nationale Souveränität heute noch? Und weiter, die EU-Mitgliedstaaten haben ihre Souveränität schon lange verloren. Das muss ich mal vor Augen führen. Und so jemand soll dann die weiteren Verhandlungen mit dem Brexit, für den Brexit in dem Falle in Vertrauen führen? Meine Damen und Herren, das schafft nur in dem Falle weitere Probleme in den gerade genannten Ländern wie Polen, Dänemark und Ungarn. Wir als AfD sind im Europarat in einer gemeinsamen Fraktion mit den britischen Konservativen, den Tories. Wir sind der Fraktion der europäischen Konservativen, der Demokratischen Allianz. Und was glauben Sie, was ich die letzten Tage in der Sitzungswoche im Januar von den britischen Kollegen gehört habe zum Thema EU? Und glauben Sie tatsächlich, dass hier eine freundliche Zusammenarbeit mit einem Herrn Hofstadt und übrigens auch mit einem Herrn Barnier noch möglich sind? Es ist nicht im Interesse der deutschen Bürger, des deutschen Staates, die Verhandlungen hier in diese Hände weiterzulegen. Und wir wissen, dass Boris Johnson ein starkes Verhandlungsteam, ein sehr starkes im Moment, aufbaut und einen enormen Zeitdruck entfacht. Im Übrigen eine Katastrophe, dass in dem Fall die EU jetzt erst denkt, im nächsten Monat die Verhandlungen überhaupt zu starten. Vollkommen widersinnig. Und Sie wollen im Interesse Deutschlands und auf dem Altar der Einheitlichkeit der EU unsere Interessen in dem Falle komplett opfern? Meine Damen und Herren, wenn Sie für die Erhaltung des Euros schon in dem Falle Hunderte von Milliarden der deutschen Steuerzahler opfern, das geht so nicht, das kann so nicht weitergehen und das ist unakzeptabel. Die anderen Länder, meine Damen und Herren, werden ihre nationalen Forderungen sehr konkret einbringen. Nur sie für Deutschland mal wieder nicht.
Und ich möchte ganz klar auch darauf hinweisen, genauso wenig, wie Sie bei Mercosur oder gemeinsamen Agrarverhandlungen, sprich Agrarpolitik, hier offensichtliche Interessen der deutschen Landwirtschaft schon seit Längerem auf der Strecke bleiben. Noch immer ignorieren Sie die Interessen und die berechtigten Anliegen unserer Landwirtschaft. Geopfert auf dem Altar der EU-Zusammenhalts, finanziert allein vom deutschen Steuerzahler und zelebriert auf Kosten unserer Landwirte. Meine Damen und Herren, wir wissen heute schon, die EU hängt nur noch am deutschen Steuerzahler. Und jetzt sollen die britischen Nettozahlungen auch noch von Deutschland zusätzlich geschultert werden. Plus unsinnige Zukunftsprojekte wie dem Green Deal zum Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft. Nicht mit uns, ganz klar. Mit uns wird es keine solchen sozialistischen Hirngespinste geben. Und wir müssen ganz klar sagen, im Interesse Deutschlands können wir nur klar darauf hinweisen, machen wir den Brexit zu einem Erfolg. Das liegt auch in unserem Interesse. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Dr. Katja Leigert, CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist so, der Brexit ist tatsächlich gekommen. Noch spüren wir das hier nicht. So ein bisschen eher wie die Ruhe nach einem Sturm. Aber für die Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament ist der Brexit schon vollzogen. Vor zwei Wochen dort war die Abstimmung. Wir haben die Bilder des Abschieds noch vor Augen. Und es gibt einfach nichts daran zu rütteln. Und da unterscheiden wir uns fundamental, Herr Hebner. Der Brexit ist und bleibt ein historischer Fehler und eben keine nur leider vorübergehende depressive Phase von End-40ern. Er ist und bleibt ein trauriges Kapitel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Brexit produziert nur Verlierer am Ende. Er schwächt Europa und damit denjenigen Teil der Welt, der wie kein anderer für Menschenrechte und Freiheit steht und weltweit dafür eintritt. Und nicht zuletzt bedeutet der Brexit, dass eine Handelsnation wie die Briten aus dem größten Binnenmarkt der Welt austreten. Und auch das bleibt ein Irrsinn. Das Brexit-Referendum erinnert uns darüber hinaus daran, dass die repräsentative parlamentarische Demokratie ein Fortschritt ist. Es reicht eben nicht, wenn man sich da in Demonstrationen versammelt, Herr Hebner. Und gerade deshalb sind alle immer wieder dazu aufgefordert, gegen jede Falschinformation und plumpen Populismus jeden Tag aufzustehen. Immerhin, es kann sein, dass Sie gerne auf Chaos abzielen, aber immerhin gibt es ein Austrittsabkommen, es gibt einen geregelten Austritt und es ist eben kein Chaos-Brexit geworden. Und genau das ist das Verdienst der Europäer. Wir haben geduldig, fair und vor allem geschlossen verhandelt. Und das war nicht immer leicht, wenn man sich die Situation in London angeguckt hat, ein Durcheinander, das alle Elemente von einem Shakespeare-Drama aufgeboten hat, Intrigen, Verrat und jede Menge Opfer und dazwischen ein tapferer, aufrechter Speaker, der immer wieder versucht hat, für Ordnung zu sorgen. Manche, auch hier in diesem Hohen Haus, genau wie Sie es eben getan haben, versuchen ja gerne zu behaupten, dass die Europäische Union selbst schuld sei an diesem Drama. Arbeitnehmerfreizügigkeit, Migration, das sind ja so Ihre Themen, die Sie anführen. Und wir alle wissen, besonders diejenigen von uns, die viel vor Ort in ihren Wahlkreisen sind, dass da nicht immer alles glatt läuft. Und wir wissen auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die Europäische Union gibt es eben keine Blaupause. Und es ist richtig, dass Fehlentwicklungen schneller korrigiert werden müssen. Und es ist auch richtig, dass die neue Kommission unter Ursula von der Leyen diese großen Themen jetzt beherzt angeht, auch die Reform des Asylsystems. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Briten eben nicht in so einer depressiven Phase sich schnell davonmachen, sondern bei dem Prozess mitmachen und sich konstruktiv einbringen. Es ist natürlich immer leichter, einfach rauszugehen und sich wieder in den Nationalstaat zurückzuziehen. Aber es gilt das Gleiche, wie es auch in einer Familie gilt. Gerade in schwierigen Zeiten müssen wir eben auch zusammenstehen. Und nur so wird man nach einer Krise auch gemeinsam stärker. So.
Es wurde ja keiner terrorisiert an der Stelle, Herr Kleinwächter. Fakt ist, wer rausgeht, ist eben draußen und muss auch so behandelt werden. Fakt ist aber auch, der Brexit ändert nichts daran, was ein Blick auf die Weltkarte zeigt. Großbritannien gehört zu Europa und wird immer zu Europa gehören. Briten und Europäer bleiben Nachbarn, und wir wollen, dass wir gute Nachbarn bleiben. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, wollen wir ein möglichst enges Verhältnis zu den Briten. Die Grundlinien zieht unser Antrag. Unser Außenminister hat es skizziert. Wir wollen ein gutes Handelsabkommen mit den Briten abschließen, und wir wollen eine ganz enge Partnerschaft, natürlich bei den Themen innere und äußere Sicherheit. Für uns ist dabei entscheidend, wir brauchen aber auch faire Wettbewerbsregeln. Und wir von der CDU/CSU, uns liegt ja das Thema Wettbewerb am Herzen. Für uns ist das nichts Schlimmes, aber es müssen eben die Voraussetzungen stimmen. Wir brauchen gleiche Chancen für unsere Unternehmen, und dies muss die Grundlage unserer zukünftigen Handelsbeziehungen sein. Und dazu gehört eben auch ein transparenter Mechanismus zur Überwachung dieser gleichen Chancen. Denn bei uns ist der Eindruck erweckt worden, nach wie vor, und da verrate ich kein Geheimnis, dass die Briten sich eben unfaire Vorteile verschaffen wollen. Und das, auch das zeichnet die neue Beziehung aus. Das können wir nicht zulassen. Sinnvoll ist es aus Sicht der CDU/CSU-Fraktion, dass eben die EU-Standards, und das ist etwas, was wir erwarten, auch in Großbritannien beachtet werden, und zwar dynamisch, dass auch jede Änderung auf EU-Ebene in Großbritannien mitvollzogen wird. Genau das hat auch das Europäische Parlament gestern gefordert. Noch ist es die Situation in London so, dass man es dort anders sieht und dass man das nicht möchte. Und um das ganz deutlich auch zu sagen, auch für die künftigen Verhandlungen gilt, dass es eben keine Rosinenpickerei geben kann. Man kann nicht ein bisschen Binnenmarkt machen mit ein paar Standards, die man hier nimmt, ein paar Standards, die man von dort irgendwie passend findet. Und es gilt auch, wer eine Steueroase vor Europas Küsten schaffen möchte, kann eben keinen unbeschränkten Marktzugang bekommen. Bei allem Ärger über die Schmutzkampagne der Brexiteers und die teils nach wie vor feindselige Rhetorik der britischen Regierung, und da bitten wir auch um Abrüstung, wir Europäer wollen in den kommenden Monaten den Grundstein für eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft legen. Wir wollen nicht, dass dieses Drama wie bei Shakespeare endet. Wir strecken die Hand aus und hoffen darauf, dass die Hand in Brüssel, in Großbritannien auch ergriffen wird. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Michael Link, FDP. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, wir müssen heute als Bundestag von unseren Mitwirkungsrechten Gebrauch machen und der Bundesregierung eine stringente Positionierung für die Formulierung des EU-Verhandlungsmandats mit auf den Weg nach Brüssel geben. Aus Sicht meiner Fraktion müssen dafür drei Prinzipien gelten: Klarheit. Wir wollen keinen seitenlangen Wunschzettel, sondern ein klar definiertes Verhandlungsmandat. Einheit. Wir fordern, dass sich die Bundesregierung für die Geschlossenheit der EU-27 stark macht und keine Alleingänge während der Verhandlungen unternimmt. Und ganz wichtig, Realismus. Angesichts eines schwierigen Verhandlungspartners Boris Johnson, der zurzeit scheinbar vor Kraft kaum laufen kann. Also, wir müssen vom Ende her denken. Und das sollten wir sagen, was sollten wir dringend bis Ende des Jahres erreicht haben, denn die Uhr tickt. Dann, wenn die Übergangsfrist ausläuft und der No-Deal-Brexit erneut droht, was wollen wir erreicht haben? Aus unserer Sicht im Bereich der wirtschaftlichen Partnerschaft ein präzises, schlankes, zielgenaues Verhandlungsabkommen und im Bereich der Sicherheitspartnerschaft sichtbare Fortschritte bei der Zusammenarbeit bei innerer und äußerer Sicherheit. So könnten wir die ohnehin gravierenden Auswirkungen des Brexits abfedern und einen ungeordneten Brexit verhindern. Dafür muss sich die Regierung einsetzen. Doch was legen Große Koalition und Grüne heute zum Start der Verhandlungen vor? Aus unserer Sicht, ja, viele Allgemeinplätze, viel, was man auch unterschreiben kann, aber am Ende einen wachsweichen Antrag ohne klare Ziele. Keine Spur von Klarheit, Kolleginnen und Kollegen, stattdessen seitenlanges Prosa ohne die Bundesregierung, und das ist wichtig, am Ende in die Pflicht zu nehmen. Sie machen einen kurzen Verweis auf die deutsche Ratspräsidentschaft, aber keine Präzisierung der besonderen Rolle, die der Bundesregierung zukommt, zum Beispiel, dass Deutschland sich ohne Wenn und Aber gegen ein gemischtes Abkommen einsetzt, sondern für ein Abkommen, was
von der EU direkt ein EU-Only-Abkommen einsetzt. Auch heute vom Minister kein einziges Wort dazu. Kein einziges Wort. Was wäre das für ein Signal gewesen, wenn Deutschland sich klar eingesetzt hätte? Auch kein Wort des Ministers zur Rolle des Europäischen Parlaments. Deshalb fehlt Ihrem Antrag aus unserer Sicht der Mut und der Sinn für die Realität gleichermaßen. An diesem Punkt helfen uns keine Wunschzettel, keine politisch korrekten Allgemeinplätze, sondern wir müssen die Bundesregierung in die Pflicht nehmen. Es gibt viele in der EU, die vor so einem EU-Only-Abkommen noch zurückschrecken, die sich hinter den Verträgen verschrecken oder hinter einer scheinbar opportunen öffentlichen Meinung. Aber was wäre es für ein Signal aus Berlin gewesen in die EU hinein und vor allem auch in den Verhandlungen? Was wäre es für eine Stärkung des Chefunterhändlers Michel Barnier gewesen, wenn wir das gemacht hätten? Wir brauchen diese Stärkung, denn das Worst-Case-Szenario des ungeordneten Brexits ist eben noch immer nicht gebannt. Deshalb, Kolleginnen und Kollegen, bringen wir heute als FDP-Fraktion einen eigenen Antrag ein. Wir fordern, dass die Bundesregierung sich im Verhandlungsmandat, bei der Formulierung des Verhandlungsmandats, ohne Wenn und Aber, für ein EU-Only-Verhandlungsabkommen einsetzt, das zielgenau konzipiert ist und das nur EU-Kompetenzen betrifft. Und das genau, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, würde nämlich zu den Plänen passen, die Michel Barnier hat. Das würde seine Verhandlungsposition stärken. Man kann dann immer noch später in einzelnen Sektoren, wo es nicht gelingt, EU-only abzuschließen, dann auch noch sektorale Abkommen machen, die man später dann nach Jahresfrist, wenn die Uhr nicht mehr so hart tickt wie jetzt, dann auch im Wesentlichen dann im normalen Verfahren ratifiziert. Aber jetzt tickt die Uhr bis zum Jahresende. Und wir werden mit diesem Ansatz, den wir heute von der Bundesregierung hören, erstens der Gefahr nicht gerecht, die wir haben, am Ende ohne Abkommen dazustehen. Und am Ende werden wir so unsere Verhandlungsposition gegenüber Johnson auch nicht stärken. Kolleginnen und Kollegen, der schwere Teil des Brexit steht uns noch bevor. Wenn wir als Bundestag hier mitwirken wollen, dann sollten wir den Mut haben, der Bundesregierung deutlich klarere Aufträge zu geben, als im heutigen Koalitions- und Grünen-Antrag enthalten. Ich danke Ihnen. Nächster Redner ist der Kollege André Hungo, Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir reden heute über die künftigen Beziehungen zwischen EU und Großbritannien. Und für Die Linke will ich hier ganz klar sagen, wir wollen auch künftig sehr gute Beziehungen zu den Menschen in Großbritannien. Es darf keine Strafmentalität sein. Es muss gute Beziehungen in der Zukunft geben. Und wenn man hört, was gegenwärtig für Signale auch aus Großbritannien, insbesondere von Boris Johnson, kommen, die darauf hindeuten, ein Dumping einzuleiten. Ein Dumping in puncto sozialen Rechten, ein Dumping in puncto Arbeitsschutz, in puncto Ökologie oder Verbraucherschutz. Dann sagen wir ganz klar, wir wollen kein solches Dumping. Und wir unterstützen auch jede Verhandlungsstrategie, die sich gegen ein Dumping, gegen einen Wettlauf nach unten in Europa einsetzt. Grundlage der heutigen Diskussion ist der Verhandlungsvorschlag der EU-Kommission. Dazu gibt es einen Antrag der Bundesregierung. Und in diesem Verhandlungsvorschlag gibt es gute Sachen, zum Beispiel durchaus Passagen gegen ein solches Dumping. Aber es gibt auch kritische Sachen in dem Verhandlungsvorschlag. Einen Punkt will ich ansprechen. Das betrifft die künftige Justizkooperation. Da geht es um Strafverfolgung. Und dort ist festgehalten im Verhandlungsvorschlag der EU-Kommission, dass nur dann kooperiert wird in Zukunft, wenn Großbritannien Mitglied der Europäischen Menschenrechtskonvention, Mitglied des Europarates bleibt. Das wurde ja auch im Austrittsabkommen vereinbart. Und es ist gut, dass das so vereinbart wurde. Und es ist gut, dass das auch konditionalisiert wird. Nur was ich dann nicht verstehe, ist, dass die Europäische Union selbst noch nicht dieser Menschenrechtskonvention beigetreten ist, wie das 2009 ihre eigene Verpflichtung wäre. Es würde eine Stärkung bedeuten für die Menschenrechtskonvention, für den Gerichtshof in Straßburg und auch eine Stärkung der Verhandlungsposition
wenn endlich dieser Beitritt vollzogen wird. Es gibt aber auch Punkte, das will ich auch sagen, im Verhandlungsmandat, die wir sehr kritisch sehen. Da ist von künftiger gemeinsamen Militärmissionen die Rede, von sogenannten GSVP-Missionen. Da sind gemeinsame Aufrüstungsprojekte anvisiert. Da sind sogar anvisiert gemeinsame Geheimdienstkooperationen inklusive Austausch sensibler Daten, ohne dass das in irgendeiner Weise wie in der Justizkooperation konditionalisiert wird, etwa an Menschenrechte oder am Völkerrecht. Das lehnen wir sehr deutlich ab. Und ich will daran erinnern, dass Großbritannien am völkerrechtswidrigen Krieg gegen den Irak 2003 beteiligt war oder kürzlich verurteilt wurde vom Menschenrechtsgerichtshof wegen der anlasslosen Massenüberwachung durch den britischen Geheimdienst. Also eine solche Kooperation wollen wir nicht. Zusammengefasst, wir sind natürlich für Verhandlungen, gegen einen ungeregelten Austritt, für Kooperationen, die ein Aufwärts bedeuten an sozialen, an Umweltschutzrechten, aber wir sehen andere Sachen auch kritisch. Ich denke schon, Herr Link, Sie haben gerade gesagt, das sollte ein EU-only-Abkommen sein, also wo die nationalen Parlamente dann nichts mehr zu sagen haben. Aber wenn die Rede ist über Freihandelsabkommen, wie bei CETA, wie bei TTIP mit den USA, haben wir uns damals alle dafür eingesetzt, dass das ein gemischtes Abkommen ist. Das heißt, dass auch die nationalen Parlamente was zu sagen haben. Und ich denke, das sollte hier auch der Fall sein. Und vor allen Dingen wollen wir auch ein hohes Maß an Transparenz. Wir wollen auch als Parlament und als Öffentlichkeit sehr früh über mögliche Verhandlungsergebnisse informiert werden. Lassen Sie mich zum Schluss, wenn wir über Großbritannien reden, auch über einen wichtigen Fall reden, der gegenwärtig in Großbritannien in den nächsten Wochen und Monaten verhandelt wird, über den Fall des Journalisten Julian Assange. Da beginnt nächste Woche der Prozess. Ich hoffe sehr, dass die skandalöse Auslieferung an die USA mit Strafmaßandrohung von 175 Jahren nicht vollzogen wird, dass Julian Assange freigelassen wird, dass wir sozusagen am Ende des Jahres vielleicht ein gutes Abkommen mit Großbritannien haben werden und die Freilassung von Julian Assange. Das wäre auf jeden Fall ein sehr schönes Jahr 2020. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt hat das Wort die Kollegin Dr. Franziska Brandner, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, das Vereinigte Königreich ist nicht mehr Teil der Europäischen Union. Aber wir haben trotzdem eine große gemeinsame Herausforderung. Wir müssen die liberale Demokratie in Europa verteidigen und stärken. Und wenn wir uns auf dieses Ziel einigen können, dann können die künftigen Beziehungen nicht zu einem Öko- und Sozialdumping führen und auch nicht zu einem Steuerwettbewerb, denn das ist die finanzielle Grundlage der liberalen Demokratie. Und deswegen ist auch das Pochen auf gemeinsamen Standards keine Rache oder wie auch immer, sondern diesem übergeordneten Ziel nachfolgend. Sonst erreichen wir dieses Ziel nämlich nicht. Und deswegen ist es gut, dass wir heute in unserer Stellungnahme festhalten, dass die Gewährleistung fairer Wettbewerbsbedingungen als Grundlage des Abkommens zu verankern ist. Das ist klar und deutlich, und ich bin froh, dass wir das gemeinsam mit der Koalition haben festhalten können. Aber am Ende wird es darauf ankommen, das nicht nur zu vereinbaren, sondern auch durchsetzen zu können. Und Herr Johnson hat ja jetzt schon mit Blick auf den Austrittsvertrag gesagt, dass er gar nicht kontrollieren will. Es heißt, wir müssen sicherstellen, dass die Regeln durchsetzbar und sanktionierbar sind. Und da war der Vorschlag der Europäischen Kommission in ihrem Mandat zweideutig. Da stand nämlich drin, dass die Durchsetzbarkeit, Sanktionierbarkeit nur für all relevant areas gilt, also für die relevanten Bereiche. Wir haben in unserem Antrag heute, in unserer Resolution, klar festgehalten, dass die Sanktionierbarkeit in allen Bereichen gelten muss. Das ist ein großer und wichtiger Schritt, den wir hier gemeinsam gegangen sind.
Es muss, ich zitiere, verbindliche und durchsetzbare vertragliche Regelungen einschließlich Streitschlichtung durchsetzen und Sanktionsmöglichkeiten geben, und zwar im gesamten Anwendungsbereich der Handelsbeziehungen. Das ist ein großer Schritt. Herr Maas, das müssen Sie jetzt auch einbringen in die Verhandlungen in Brüssel. Das ist nämlich noch unklar im Mandatstext. Da zählen wir jetzt auf Sie, dass Sie den Willen dieses Hauses auch wirklich umsetzen. Und mit diesem interfraktionellen Antrag senden wir von diesem Haus aus ein starkes Zeichen. Und es ist schade, dass die FDP nicht mit dabei ist. Es ist aber auch bezeichnend, dass der Schutz von Umwelt, von sozialen Rechten, die fairen, gleichen Chancen für unsere Unternehmen in Ihrem Forderungsteil ja gar nicht vorkommt. Das ist bezeichnend. Deswegen haben Sie auch Ihren eigenen Antrag. Und es ist schade, dass wir da nicht gemeinsam kämpfen können. Und es zeigt, wo Ihre Prioritäten sind. Auch Sie sagen in Ihrem Antrag, dass man natürlich später auch noch ein gemischtes Abkommen braucht. In unserem Antrag steht drin, dass man zuerst auch ein EU-only-Abkommen macht. Von daher ist Ihr Vorwurf an uns, wir hätten das nicht, ist einfach nicht korrekt. Und es zeigt einfach, wo Ihre Prioritäten liegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen enge Beziehungen für die gemeinsamen Herausforderungen. Und die müssen wir gemeinsam fair angehen. Dafür müssen wir jetzt alles tun, dass dieses Abkommen nämlich Europa stärkt und nicht schwächt. Ich bin zuversichtlich, Herr Maas, dass Sie das auch nutzen, diese Krise zu meistern. Und dann sind wir alle am Ende im Alter noch stärker als zu Beginn. Das ist Ihr Auftrag. Wir zählen auf Sie. Nächster Redner ist der Kollege Markus Töns, SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der britische Premierminister hat viele Ankündigungen über die künftigen Beziehungen gemacht in den letzten Wochen. Zuerst wollte er ein Modell zwischen EU und Norwegen, dann wollte er ein Modell wie mit Kanada und zum Schluss war die Rede von Australien. Bei Australien fängt man schon an nachzudenken, welches Abkommen hat die Europäische Union eigentlich mit Australien. Da fällt einem nicht viel ein, da wären wir bei WTO-Regeln. Das ist ein bisschen wenig, glaube ich, für das, was wir zukünftig an den Beziehungen zu Großbritannien aufbauen wollen. Wichtig ist doch, wir brauchen eine Partnerschaft mit fairem Wettbewerb, mit hohen Umwelt- und Sozialstandards, und zwar für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, und zwar für alle. Das ist wichtig. Und die entscheidende Frage ist, was wollen wir erreichen? Wir brauchen ein Level Playing Field. Das heißt, kein Dumpingwettbewerb vor unserer Haustür. Großbritannien muss unsere Sozial- und Umweltstandards einhalten, sonst kann es keinen Zugang zum Binnenmarkt geben. Es kann nicht sein, dass es am Ende ein Singapur an der Themse gibt. Das wird die Europäische Union und dürfen wir auch nicht zulassen. Was ist in dieser Frage beispielsweise auch die Rolle des EuGH? Klar ist, wenn es um die Auslegung des Unionsrechts geht, gilt, dass der EuGH entscheidet. Das ist der Grundpfeiler unserer Rechtsordnung. Das gilt auch im Verhältnis zu Großbritannien. Und das ist eine der Grundbedingungen, über die wir reden. Die müssen klar sein. Es geht um Sicherheitspolitik. Wir brauchen eine starke Zusammenarbeit in der Außenpolitik, in der Verteidigung, in der inneren Sicherheit, in der Entwicklungspolitik. Der Außenminister hat das vorhin schon alles erwähnt. Und da sind wir auch auf dem Weg, das zu verhandeln. Und hier gilt es, frühzeitig einen Rahmen festzulegen dafür. Und ich glaube, da sind wir auch in der Lage, das zu machen. Aber noch mal an die Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Frau Brandner hat das ja eben schon gesagt. Es ist schade, es ist wirklich schade, dass Sie sich an dieser Stellungnahme jetzt nicht beteiligen. Es macht keinen Sinn, sich Herr Kollege, Herr Kollege Hebner würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Nee, brauche ich nicht. Möchte ich nicht, danke. Es macht keinen Sinn, sich bereits jetzt festzulegen, welche Form der Vertrag haben wird, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Das ist ein Stück weit leider kleinkariert und deshalb schade, dass Sie sich nicht beteiligen.
und schränkt unseren Verhandlungsspielraum ein. Übrigens will auch Michel Barnier das nicht, diese Einschränkung des Verhandlungsspielraums. Das ist nicht im europäischen Interesse. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die Verhandlungen werden nicht einfach. Die Kommission hat bis jetzt gut und hart verhandelt für das Austrittsabkommen. Aber was jetzt kommt, ist ganz entscheidend. Die 27 müssen Geschlossenheit zeigen. Und diese Geschlossenheit ist der entscheidende Punkt zum Erfolg dieser Verhandlungen. Und dann will ich noch mal deutlich machen, es ist an der Bundesregierung, und deshalb ist diese Stellungnahme so wichtig, es ist an der Bundesregierung während der deutschen Ratspräsidentschaft, die Europäer, die 27 zu einigen und zu einen und beieinander zu halten. Dann wird es gelingen, dass wir weiterhin zusammenstehen. Dann wird es uns gelingen, dass diese Europäische Union stark ist und stark gemacht wird. Und noch einmal, ein Cherrypicking von Seiten der Briten, ein Cherrypicking, das einen Zugang zum Binnenmarkt bedeutet, aber keine Regeln einhält, werden wir nicht zulassen. Und ich bin dankbar dafür, dass wir heute diese Stellungnahme abgeben können. Herzlichen Dank. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Sandra Weser, FDP. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, warum dreht sich in vielerlei Hinsicht beim Brexit alles um ein Handelsabkommen? Unsere Unternehmen brauchen endlich Klarheit. Sie bereiten sich seit 2016 auf den Brexit vor. Sie halten Lagerbestände, sie binden Ressourcen, sie haben alternative Lieferketten aufgebaut, sie bilden Rücklagen. Wir können es uns nicht leisten, das Rückgrat unserer Wirtschaft, den deutschen Mittelstand, weiter so hinzuhalten. Wir müssen den Handel mit dem Vereinten Königreich für unsere Unternehmen so einfach wie möglich gestalten. Entweder durch eine 1:1-Übernahme der EU-Standards oder eben durch ein gutes Abkommen, das auch den Wettbewerb zwischen dem EU-Modell und dem Vereinten Königreich zulassen kann. Und oft wird suggeriert, EU-Handelsabkommen seien nicht gut für Deutschland, seien nicht gut für die Bürger, nicht gut für die Bauern, nicht gut für die Unternehmen. Also müsste man der EU misstrauen. Wie bei TTIP, wo die Verhandlungen durch den öffentlichen Druck kaputt gegangen sind. Oder schauen wir uns CETA an. Bis heute liegt diesem Haus kein Gesetzentwurf für die Ratifizierung vor. Und beim Brexit, meine Damen und Herren, darf uns das nicht passieren. Es bleiben nicht mal mehr 11 Monate, um klare Regeln für den zukünftigen Umgang mit dem Vereinten Königreich aufzustellen. Und Boris Johnson droht doch schon von seiner Insel mit einem No-Deal-Szenario. Und genau deswegen brauchen wir ein EU-Only-Abkommen. Das ist keine Einengung unseres Handelsspielraums, wie die CDU das meint, sondern notwendige Prioritätensetzung. Denn die Handelsfragen liegen ausschließlich bei der EU und sind EU-Kompetenz. Und hier werden auch die Rahmenbedingungen für internationale Marktzugänge und Wettbewerbsvorteile geregelt. Deutschland muss dabei seine strategischen Vorteile im Blick halten und die EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um ein entsprechendes Abkommen zum Erfolg zu führen. Und gleichzeitig müssen wir die Bürger über den Gang dieser Verhandlungen informieren. Sonst droht uns nämlich hier auch ein Debakel à la TTIP. Was können wir erreichen mit unserem EU-Only-Abkommen? Erstens, endlich feste Rechts- und Tätigkeitsbedingungen für unsere Unternehmen. Und da fällt mir ein, haben wir denn jetzt unsere 9000 Zöllner ausgebildet und eingestellt? Sind die einsatzbereit? Zweitens, Klarheit im Handeln auch auf politischer Ebene. Der Eklat zwischen Trump und Johnson in der Huawei-Zulassung hat auch schon einen Vorgeschmack für die Briten gegeben, wie es ist, ohne den EU-Backup dazustehen. Und drittens brauchen wir Planungssicherheit. Unternehmen können sich anpassen an neue Spielregeln, ja, aber dafür müssen die auch mal kennen. Also konzentrieren wir uns deshalb in den kommenden Monaten auf den Handel. Ein EU-Only-Abkommen kann diesen straffen Zeitplan bezwingen, kann geschafft werden. Ein gemischtes Abkommen halte ich nicht für realistisch. Und wir sollten unserer Wirtschaft hier einen strategischen Vorteil entsprechend sichern. Und das könnten wir mit einem EU-Only-Abkommen. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Detlef Seif, CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren!
Es lässt sich nicht mit Sicherheit vorhersehen, ob der Brexit für das Vereinigte Königreich längerfristig positiv ist oder zu einem großen Schaden im Lande führen wird. Eines ist aber gewiss: Das Land hat einen sehr steinigen Weg vor sich. Premierminister Michael Gove hat anfangs der Woche die Wirtschaft darauf eingeschworen, dass es in den nächsten Jahren keinen reibungslosen Handel mit der Europäischen Union geben wird. Bisher hat man den Landsleuten in Partylaune wohlklingend gesagt, make Brexit a success, mache Brexit zum Erfolg, get Brexit done, lassen wir es endlich durchziehen, dann geht es uns besser. Bereits Ende 2018 kam die britische Regierung selbst in einer Wirtschaftsanalyse zu dem Ergebnis, dass die Wirtschaftsleistung des Landes nach dem Brexit bei Zugrundelegung des Szenarios Freihandelsabkommen um 3,4 bis 6,4% nach unten geht. Das sind nicht nur für Ökonomen Hammerzahlen, verbergen sich dahinter Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche, politische und soziale Verwerfungen. Es gibt jetzt schon einen deutlichen Abwärtstrend, und das könnte auch die innere Sicherheit des Landes berühren. Beispiel in der Wirtschaft, Automobilbranche. Honda schließt sein Werk 2021 in Swindon. Nissan hat Abstand genommen, seinen Geländewagen im Vereinigten Königreich in Sunderland zu produzieren und überlegt, seine Produktion ganz nach Japan zu verlagern. Toyota macht seinen Verbleib davon abhängig, ob jetzt Handelshemmnisse entstehen. Jaguar und Land Rover streicht 4.500 Arbeitsplätze im Zuge des Brexit. Ford schließt im September 2020 sein Motorenwerk. Die Verlagerung der Opel Astra-Produktion steht im Raum. BMW hat angekündigt, seine drei Werke im Land zu schließen, sollten Störungen in den Lieferketten anstehen. Und meine Damen und Herren, Zulieferer und andere Unternehmen sind bereits abgezogen. Das ist ein starkes Ding. Das müssen wir uns vor Augen halten. Deshalb diese Schönrederei, lassen Sie es bleiben. Und auch der Zusammenhalt des Landes ist gefährdet. Selbst wenn man Schottland ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum verweigert, im Prinzip ist die Krisensituation im Land vorhanden. Sinn Féin ist in der Republik Irland eine starke Kraft geworden. Die setzt sich für die Wiedervereinigung Irlands ein. Was entstehen da zurzeit für Irritationen, Zentrifugalkräfte? Die hat doch niemand mehr unter Kontrolle. Und meine Damen und Herren, und das auch noch mal in Richtung der AfD, weil wir hier was anderes gehört haben. Wenn wir eins aus dem Brexit lernen müssen, dann ist es, gegen Fake News, falsche Informationen und Populismus noch deutlicher vorzugehen, sich intensiver einzusetzen, als wir das bisher gemacht haben. Und wenn dieser Geist sich in den weiteren Verhandlungen fortsetzen sollte, dann sehe ich düster. Erst das Verfahren hat doch deutlich gemacht, was eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union bedeutet. Nahezu alle Bereiche sind betroffen. Wir sind eng miteinander verwoben und verzahnt. Das kann man nicht einfach auseinanderreißen. Mit Ablauf der Übergangsfrist fallen tausende Regelungen weg, und es ist ausgeschlossen, dass wir in der Kürze der Zeit auch nur annähernd ein zufriedenstellendes, umfassendes Abkommen finden können. Es muss deshalb das Ziel sein, so viel zu vereinbaren wie möglich. Und dazu gehören Regelungen zu den wirtschaftlichen Beziehungen, zur Sicherheitspartnerschaft und auch die Themen, die von vorrangigem Interesse sind. Und es ist schade, weil ich weiß, dass wir insgesamt eigentlich auf derselben Linie verfahren, dass die FDP sich bei dem Punkt nicht beteiligt. Aber wenn man jetzt EU-only festschreibt, würde man verhindern, dass in anderen Punkten, die vielleicht zur Zuständigkeit von Mitgliedstaaten fallen, Regelungen ausgeschlossen wären bis zum 31.12.2020. Und deshalb können wir uns diesem Ansatz in der Form leider auch nicht anschließen. Meine Damen und Herren, Boris Johnson und seine Berater stellen auch jetzt schon Kernaussagen der politischen Erklärung infrage. Eine Bindung an EU-Standards sei nicht sinnvoll. Das Vereinigte Königreich hat ja selbst hohe Standards. Warum sollte man sich dann irgendwie binden? Europäischer Gerichtshof sollte im Wege einer Vorabentscheidung Berücksichtigung finden, darf keine Rolle mehr spielen. Meine Damen und Herren,
Auch in Zukunft streben wir natürlich eine enge und freundschaftliche Partnerschaft an. Aber eins ist doch klar, das geht nicht um jeden Preis. Und deshalb müssen wir unseren britischen Freunden klarmachen, dass das Vereinigte Königreich nur dann einen breiten Zugang zum Binnenmarkt haben kann, wenn es auch unsere Standards einhält und wenn dadurch das Projekt Europäische Union nicht gefährdet ist. Vielen Dank. Katharina Dröge, Bündnis 90 Die Grünen, hat als Nächste das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Aussagen von Boris Johnson lassen erahnen, dass die Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen mit Großbritannien nicht einfacher werden als die Verhandlungen, die wir über den Austritt geführt haben. Umso wichtiger ist es, dass die Europäische Union geschlossen in die Verhandlungen geht und dass wir auch hier als Deutscher Bundestag alles dafür tun, sie dabei zu unterstützen. Das Verhandlungsmandat, das die Europäische Kommission vergangene Woche vorgelegt hat, ist aus unserer Sicht eine gute Grundlage für diese Verhandlungen. Und ich muss auch sagen, wir haben viele kontroverse Debatten hier in diesem Bundestag über Handelsabkommen, über Handelsmandate geführt. Wenn das, was die Europäische Kommission mit Blick auf Großbritannien vorlegt, Standard würde für weitere Handelsabkommen, würden wir Grünen sagen, wäre wirklich ein wichtiger Schritt erreicht. Dieses Mandat schreibt klare Regeln vor zum Level Playing Field, klare Regeln zum Klimaschutz. Das Pariser Klimaabkommen wird Essential Element dieses Abkommens sein. Klare Regeln auch zum Thema Wettbewerb im Bereich Steuerdumping verhindern, im Bereich Beihilferecht, aber eben auch im Bereich Nachhaltigkeit. Und unser Job als Deutscher Bundestag, und deswegen haben wir Grünen uns jetzt auch gemeinsam mit CDU und SPD auf eine Artikel 23-Stellungnahme geeinigt, ist es ja, der Regierung noch das mit auf den Weg zu geben, was sie in den Verhandlungen jetzt in Brüssel noch erreichen sollte. Und meine Kollegin Franziska Brandner hat es eben schon gesagt, an einer Stelle ist dieses Mandat noch nicht klar genug. Und das ist das Thema Durchsetzbarkeit von Standards im gesamten Anwendungsbereich des Handelsabkommens. Hier senden wir jetzt als Deutscher Bundestag, und ich freue mich wirklich, dass wir uns da einigen konnten, einen klaren Auftrag an die Regierung, das jetzt in Brüssel zu verhandeln, dass wir erwarten, dass diese Bundesregierung sich dafür einsetzen kann, dass wirklich der gesamte Bereich des Handelsabkommens auch sanktionierbar und durchsetzbar wird, gerade auch im Bereich Nachhaltigkeit und soziale Standards. Und ich sage das auch mit Blick auf einen Wirtschaftsminister, der nicht so klar ist wie Sie, Herr Maas, heute in der Debatte. Wenn wir im Wirtschaftsausschuss mit ihm darüber sprechen, wie stellen Sie sich eigentlich die künftigen Beziehungen vor, dann schillert das. Dann kommt da auch mal das Beispiel JEFTA als mögliche Partnerschaft mit Großbritannien. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das ist nicht das, worauf wir uns als Europäische Union einlassen dürfen. Es gibt einen weiteren Punkt, wo wir noch mehr von Ihnen erwarten. Und das wird die zukünftige Anpassung von Standards sein. Es kann sein, dass wir nicht in allen Bereichen der Beziehungen dynamische Anpassungen erreichen werden. Und dann werden wir auch über regulatorische Kooperation reden müssen. Und wir erwarten von Ihnen, und wir wollen das gemeinsam mit dem Europäischen Parlament durchsetzen, dass wir keine Weiterentwicklung des Vertrages haben, ohne dass die Parlamente zwingend mit einbezogen sind und dieser Weiterentwicklung auch zustimmen müssen. Und ein letzter Satz zur FDP. Ich verstehe nicht, wie man sich so aus der Debatte verabschieden kann. In Ihren Reden haben Sie, Frau Weser, haben Sie, Herr Link, sich einzig auf das Thema Freihandelsabkommen konzentriert. Die künftigen Beziehungen mit Großbritannien werden sich aber nicht nur um ein Freihandelsabkommen drehen. Es wird eben auch um die innere Sicherheit, es wird auch um die Außenpolitik gehen. Und wir erwarten auch von Ihnen, und das ist in Ihrem Forderungsteil nicht zu erkennen, dass wir nicht nur ein Freihandelsabkommen um jeden Preis, egal, Hauptsache schnell, und das ist im Endeffekt das, was Sie in Ihrem Forderungsteil aufschreiben, abschließen, sondern dass auch die Freien Demokraten anerkennen, dass es unser Job ist, gemeinsam für faire Standards, gemeinsam für ein Level Playing Field und gemeinsam um die Sicherung auch der Standards, die wir hier im Binnenmarkt vereinbart haben, zu kämpfen. Ich finde es schade, dass Sie sich dort aus der Debatte verabschiedet haben. Jürgen Hart, CDU-CSU, hat jetzt das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man in diesen Tagen in Großbritannien ist, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass mich im Studium mal überkommen ist. Man büffelt wochenlang für eine Klausur, man geht in die Klausur rein, man schreibt 5 Stunden, man geht aus dem Hörsaal raus, man hat das Gefühl,
Mehr als eine 4 ist es nicht geworden, aber man ist einfach nur froh, dass es vorbei ist. Und ich glaube, das ist die Stimmung, die im Augenblick in Großbritannien herrscht. Der Schalter ist umgelegt auf Brexit. Deswegen haben die Bürgerinnen und Bürger auch Boris Johnson gewählt, wenngleich man auch darauf hinweisen muss, dass natürlich der klare Wahlsieg der Tories bei diesen Wahlen auf das Mehrheitswahlsystem zurückzuführen ist. Denn wenn man die Prozente zusammen erzählt, die die Parteien erzielt haben bei der Wahl im Herbst 19, diejenigen, die für den Brexit waren und diejenigen, die zumindest für ein zweites Referendum waren, so steht es 46 auf der Seite, 45 auf der Seite der klaren Befürworter des Brexit, 51% auf der Seite der, die eigentlich mindestens ein zweites Referendum wollten. Also die Stimmungslage im Land ist weiterhin gespalten und ich glaube tendenziell eher Brexit-kritisch. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass die Regierung Großbritanniens bis Ende des Jahres auch tatsächlich die Übergangsphase beenden will, also ein Abkommen erreichen will. Deswegen haben wir in unserem Antrag ja im Übrigen geschrieben, dass wir der Meinung sind, dass ein EU-Only-Abkommen der richtige Weg ist, weil etwas, was in den Mitgliedstaaten dann auch noch ratifiziert werden muss, gar nichts erreichbar ist bis Dezember. Insofern hätte die FDP, also diesen Punkt zumindest auch bei uns machen können. Aber das wird uns nicht daran hindern, gemeinsam hier in diesem Hause diesen Prozess zu begleiten. Ich möchte drei Punkte herausgreifen, die für mich als Außenpolitiker besonders wichtig ist. Ich finde es total wichtig, dass wir mit Großbritannien eine enge Sicherheitspartnerschaft weiter pflegen. Und zwar nicht nur als treue Verbündete innerhalb der NATO, sondern eben auch, was die europäischen Anstrengungen der Außen- und Sicherheitspolitik und der PESCO und der Rüstungszusammenarbeit angeht. Die PESCO ist grundsätzlich so angelegt, dass sie nur EU-Mitgliedern offen steht. Ich glaube, dass man darüber nachdenken muss, ob man im Rahmen eines solchen Vertrages über die zukünftigen Beziehungen EU-Großbritannien auch einen Weg findet, den Briten den Weg zu öffnen, einmal zum Europäischen Verteidigungsfonds, wenn sie sich an Rüstungsprojekten, an der Entwicklung von Verteidigungswaffen beteiligen wollen und zum anderen, wenn es eben darum geht, diese PESCO-Projekte selbst mit zu unterstützen. Das könnte, wie ich finde, ein Element dieses Vertrages sein. Der zweite Aspekt, den mir besonders wichtig ist, es darf als Ergebnis dieses Austrittsvertrags oder dieses zukünftigen Beziehungsvertrages nicht eine Situation entstehen, in der Nordirland so eine Art Zwitterstellung einnimmt. Ich hielte es sowohl für unsere Wirtschaft als auch für die britische Wirtschaft für problematisch, wenn man als Unternehmen in Nordirland faktisch freien Zugang zum Binnenmarkt hat, eben über die nicht vorhandene Grenze zwischen Nordirland und Irland, aber gleichzeitig eben auch volles Mitglied in Großbritannien ist. Ich glaube, das würde Nordirland zum Gunsten der Bürger Nordirlands, aber zum Schaden der anderen möglicherweise in eine Situation bringen, die uns als Binnenmarkt schadet, die letztlich allerdings auch natürlich dem übrigen Großbritannien schaden würde. Und deswegen glaube ich, dass auch dieser Vertrag klar regeln muss, dass auch bestimmte Sonderstellungen in der Wirtschaftsbeziehung, die vielleicht für Nordirland jetzt gerechtfertigt sind, dann aber dauerhaft entsprechend verändert werden. Und das Dritte, was ich erwähnen möchte, ich glaube, dass wir über die Beziehung EU-Großbritannien hinaus auch als Deutsche ein starkes Interesse daran haben, den langjährigen, jahrhundertelangen Freund Deutschlands, Großbritanniens, eng an uns zu binden. Und ich glaube, der Vorschlag, den wir bereits letztes Jahr einmal im Rahmen der Königswinterkonferenz in Oxford diskutiert haben und der mein Kollege Norbert Röttgen und der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Unterhauses, Tom Tugendhat, entsprechend vorgeschlagen haben, dass wir auch prüfen sollten, ob wir mit der britischen Regierung, mit dem britischen Parlament, mit dem britischen Volk einen britisch-deutschen Freundschaftsvertrag schließen, in dem wir, ähnlich wie wir das mit anderen Ländern haben, eben Fragen des bilateralen Jugendaustausches, der bilateralen Kulturbeziehungen und so weiter und so fort entsprechend weiterentwickeln, dass wir daran gehen. Das wären drei Dinge, die ich noch gerne zur Debatte beitragen würde. Und ansonsten freue ich mich, dass es doch insgesamt auf dem Weg der EU mit Großbritannien hier in diesem Haus doch eine breite demokratische Unterstützung gibt. Herzlichen Dank. Medienhackwer, die SPD, hat als Nächster das Wort. Danke. Bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der 31. Januar diesen Jahres
2020 wird sich tief in das Gedächtnis der Europäischen Union eingraben. Erstmals in unserer Geschichte hat die Europäische Union einen Mitgliedstaat verloren. Der 31. Januar ist dann aber auch ein Ende einer langwierigen Hängepartie. Der Brexit ist nunmehr vollzogen. Gleichwohl wird er uns noch sehr lange in diesem Jahr und darüber hinaus politisch beschäftigen. Bis zum Ende des Jahres müssen wir unser Verhältnis zum Vereinigten Königreich auf ein neues Fundament stellen. Das ist ambitioniert angesichts der vielen zu regelnden Sachverhalte. Aus meiner Sicht kommt es jetzt auf drei Dinge an. Erstens, Ziel jeder Verhandlung muss es sein, dass wir eine möglichst enge und freundschaftliche Beziehung zum Vereinigten Königreich behalten. Das Vereinigte Königreich ist einer unserer wichtigsten Partner. Kulturelle und historische Bezüge werden uns nie trennen. Zweitens, für diese Beziehung, wie eng auch immer sie ausgestaltet werden kann, wird gelten, es muss einen Unterschied machen, ob ein Staat Mitglied der Europäischen Union ist oder nicht. Der Zugang zum europäischen Binnenmarkt wird nunmehr ein anderer sein. Und drittens, auch bei den Verhandlungen zum Rahmen künftiger Beziehungen gilt, wir müssen als EU-27 zusammenstehen. Verhandlungsführerin ist die EU. Punkt. Die Interessen einzelner Mitgliedstaaten sind dabei durchaus wichtig. Sie können aber nur über die Kommission eingespeist werden. Allen Mitgliedstaaten muss klar sein, dass wir als Europäische Union nur dann erfolgreich sein können, wenn wir zusammenstehen. Also auch zusammenstehen während der Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich. Wir tun gut daran, wenn wir uns als Schicksalsgemeinschaft verstehen. Deswegen halte ich es für keine gute Idee, lieber Kollege Hart, dass wir laut über einen bilateralen Freundschaftsvertrag nachdenken. Das können wir gerne machen. Ich teile übrigens auch Ihr Ansinnen damit. Aber erst, wenn die wichtigen Verhandlungen zum Rahmen künftiger Beziehungen beendet sind. Alles andere würde unsere Freunde, unsere Mitgliedstaaten doch nur irritieren, wenn nunmehr der größte verbleibende Mitgliedstaat der Europäischen Union jetzt ein bilaterales Verhältnis mit dem Vereinigten Königreich während der Verhandlungen aufbauen will. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Europäische Union ist eine Wertegemeinschaft. Auch die spielt bei den Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich eine wichtige Rolle. Deshalb werden wir uns nicht auf einen Wettbewerb nach unten einlassen. Innerhalb und außerhalb der EU setzen wir uns für bessere Arbeitsbedingungen ein, für bessere Umweltstandards und für eine sozial gerechte Besteuerung. Dazu passt kein Race to the Bottom zwischen uns, der EU, und dem Drittstaat Vereinigtes Königreich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt gilt es, wachsam zu sein. Populisten hier wie dort werden diesen schwierigen Prozess nutzen wollen, um die Menschen im Vereinigten Königreich und auch hier bei uns aufzuhetzen. Wir dürfen diesen Populisten nicht auf den Leim gehen. Es ist im nationalen Interesse unseres Landes, dass die Europäische Union die besten Beziehungen zum Vereinigten Königreich besitzt. Werden Sie ruhig älter als 47 Jahre. Ich bedanke mich. Voraussichtlich letzte Rednerin in dieser Debatte ist die Kollegin Katrin Staffler, CDU/CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja oft so bei wichtigen historischen Ereignissen, dass man sich auch lang danach noch genau daran erinnert, was man zu dem jeweiligen Zeitpunkt getan hat. Mir geht es so mit dem 16. Juni 2016, als ich abends im festen Glauben ins Bett gegangen bin, dass ich am nächsten Tag aufwachen werde und dieses Gespenst Brexit Geschichte sein wird. Und dann am nächsten Tag aufgewacht bin und leider das Gegenteil der Fall war. Und viele von uns erinnern sich sicherlich daran, wie groß die Angst damals gewesen ist, dass mit dem Austritt der Briten die europäische Idee vom Zusammenhalt, von der Stärke durch gemeinsames Handeln verloren geht und auf dem Spiel steht. Und deswegen habe ich größten Respekt davor, dass die Europäische Union in den Verhandlungen zum Austrittsabkommen Geschlossenheit gezeigt hat, Einigkeit gezeigt hat. Und obwohl der Druck groß war, haben wir uns auch nicht hetzen lassen, sondern sind zusammengestanden. Das, meine Damen und Herren, ist gute europäische Politik im Sinne der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der EU. Und jetzt stehen die ja durchaus sehr breit gefächerten Verhandlungen für die künftigen Beziehungen an. Wir verhandeln über die künftige Wirtschaftspartnerschaft, über die Zusammenarbeit bei innerer, bei äußerer Sicherheit, in der Verteidigungspolitik, in der Bildung, im Bereich Forschung, im Verkehr. Die Liste könnte man beliebig weiterführen.
Ich glaube, ein ganz wesentlicher Bestandteil wird die Wirtschaftspartnerschaft sein. Und wir wünschen uns, dass wir da auch künftig eine sehr enge Kooperation mit unseren britischen Freunden haben werden. Daran müssen dann aber auch umfangreiche Standards geknüpft werden, weil klar ist, je enger eine Partnerschaft ist, desto strikter werden wir auch darauf achten, dass die fairen Wettbewerbsbedingungen eingehalten werden. Es darf an der Stelle auch für die britischen Freunde keinen einseitigen Rabatt geben. Und das Gleiche gilt für den Bereich der inneren Sicherheit. Ja, natürlich wünschen wir uns auch da einen umfangreichen Informationsaustausch, eine starke operative Zusammenarbeit, wenn es um die Strafverfolgung geht. Wir wünschen uns eine enge Anbindung an Europol und so weiter. Aber auch das kann es nicht zum Nulltarif geben. Die Voraussetzungen dafür sind auch hier eine ungeschränkte Beachtung der europäischen Standards, zum Beispiel im Bereich des Datenschutzes. Und natürlich, und jetzt komme ich noch zu einem weiteren Punkt, den wir in unserem Antrag genannt haben, natürlich möchten wir auch eine Zusammenarbeit mit Großbritannien als hervorragender Wissenschaftsstandort. Und natürlich muss man auch sagen, dass schon die Entscheidung für den EU-Austritt eine gewisse negative Auswirkung auf den Status Großbritanniens als renommierte Forschungsnation gehabt hat. Der Anteil von namhaften Forschern aus Nicht-EU-Staaten, die im Rahmen von einem Horizon 2020-Stipendium ins Vereinigte Königreich gekommen sind, ist gesunken. 2015 waren es noch 515 Nicht-EU-Forscher, 2018 dann schon 200 weniger. Und bei den Institutionen hat sich die Zahl sogar halbiert. Jetzt hat der britische Premierminister Boris Johnson zwar versprochen, dass die britische Regierung mögliche Ausfälle kompensieren wird, aber ehrlich gesagt würde ich nicht darauf wetten, dass er sich da auch noch daran erinnern kann. Und eine einseitige Kompensation auf britischer Seite nützt uns, ehrlich gesagt, für die weitere Zusammenarbeit ja auch nicht wirklich weiter. Was wirklich weiterhelfen würde, wäre, wenn Großbritannien auch weiterhin an den großen Förderprogrammen wie Horizon Europe und Erasmus Plus teilnehmen würde. Dazu müssen dann aber erstens die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Aufnahme als Drittstaat vorhanden sein. Zweitens muss das Level Playing Field insbesondere bei den Beihilfen gewahrt werden. Und natürlich brauchen wir auch eine angemessene Beteiligung finanzieller Natur des Vereinten Königreichs, damit das gewährleistet sein kann. Fakt ist, würden wir alle Verbindungen zwischen der EU und Großbritannien komplett kappen, würde nicht nur Großbritannien verlieren, sondern Gesamteuropa. Und wie man so schön sagt, nach den Verhandlungen ist vor der Verhandlung. Die Verhandlungen zu den Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU werden sicherlich nicht leichter werden, als das die Austrittsverhandlungen waren. Entscheidend ist aber, die EU muss weiterhin Geschlossenheit zeigen. Wir müssen einig stehen. Und natürlich ist der Wunsch Großbritanniens legitim, dass sie eigene Regelungen und Standards setzen wollen. Aber natürlich ist genauso legitim, dass wir unsere Interessen als Europäische Union auch schützen. Die Zeit ist knapp, die Verhandlungsmasse ist ehrlich gesagt kaum zu bewältigen. Trotzdem müssen wir Vertrauen in unsere Verhandlungsführer haben und wichtig ist, dass wir auch künftig weiter mit einer Stimme sprechen. Und vielleicht kommt es dann irgendwann wieder zu einem Tag, an dem wir sagen können, wisst ihr eigentlich noch, was wir gemacht haben, als Großbritannien wieder Teil der Europäischen Union geworden ist. Vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der CDU, CSU, SPD und Bündnis 90 Die Grünen auf der Drucksache 17/122 mit dem Titel Verhandlungsmandat für die künftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich nach dem Brexit für eine faire und enge Partnerschaft. Und hier Stellungnahme gegenüber der Bundesregierung gemäß Artikel 23 Absatz 3 des Grundgesetzes. Wer stimmt für diesen Antrag? Das sind die antragstellenden Fraktionen. Wer stimmt dagegen? Das ist AfD und Die Linke. Wer enthält sich? Das ist die FDP. Dann ist der Antrag mit den Stimmen von CDU, CSU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen angenommen. Dann kommen wir zum Zusatzpunkt 3. Das ist die Abstimmung über den Antrag der Fraktion der FDP auf der Drucksache
17.098 mit dem Titel für eine enge und vertrauensvolle Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich nach dem Brexit. Stellungnahme des Deutschen Bundestags zum Verhandlungsmandat für die künftige Beziehung zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich nach dem Brexit. Hier Stellungnahme gegenüber der Bundesregierung gemäß Artikel 23 Absatz 3 des Grundgesetzes. Wer stimmt für diesen Antrag? Das ist die FDP. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist der Antrag bei einer Enthaltung aus der CDU-CSU gegen die Stimme der FDP mit den Stimmen aller anderen Fraktionen abgelehnt.